Hallo ihr Lieben, ich melde mich mit dem Finish und dem Review für dieses tolle Elefanten-Leinwandbild zurück. Ich muss sagen, ich bin da wirklich sehr, sehr begeistert von. Das ist von Action schon auf Leinwand gespannt für 2,99 € und das glitzert und funkelt super toll. Und ich dachte, ich mache jetzt so die letzten Steinchen mit euch. Und erzähl dann noch ein bisschen was zum Bild. Jetzt habe ich mir hier gar keinen Stift parat gelegt. Das war natürlich sehr schlau. Ich schau mal, ob ich so jetzt. Ich drehe das Bild einmal, damit ich da besser dran komme. Und ja, also ich muss sagen, ich bin da echt begeistert von. Das war auch von diesen Leinwänden, die es da bei Action gab, wirklich vom Motiv her für mich das Schönste. Das werde ich mir auch auf jeden Fall aufhängen. Und es ist zwar nur ein Teilbild, aber ich finde doch recht viel zu painten. Und das war meine Abwechslung zu meinem Josephine Wolz Bild. Das hat jetzt, glaube ich, unter 10 Farben. Und da war mal ein Bild, was ich mal wieder Farbe für Farbe erledigen konnte. Also ich habe erst eine Farbe komplett gemacht und dann die nächste Farbe. Das war wirklich mal schön, so in eins eine Farbe zu erledigen. Und ja, ist halt eine schöne, ein schönes Gegenprogramm zu dem Riesenbild, was ich ja jetzt auch bald beenden möchte. Ich kann nächste Woche alten Urlaub abfeiern. Und da habe ich mir als großes Ziel gesetzt, mein Josephine Wolz Bild zu beenden, was schon ein sportliches Ziel ist. Ich meine, ich habe jetzt so ungefähr 80% fertig, aber es ist natürlich trotzdem eine Ansage. Der Rahmen ist auch schon unterwegs. Ich habe zum Glück einen nicht ganz so teuren Rahmen gefunden. Werde euch das dann später natürlich auch präsentieren. Dann setze ich euch auch den Link zum Rahmen dazu. Weil vor dem Problem stehen ja bestimmt mehrere. Und ja, ich bin gespannt, wie der Rahmen dann ist. Und aber dieses Bild, muss ich sagen, gefällt mir echt richtig gut. Aber seitdem ich die gekauft habe, da hatte ich auch gleich mehrere verschiedene mitgenommen. Seitdem sind die auch beim Action nicht mehr zu kriegen. Zumindest bei unserem, wo ich komme. Aber da sind allgemein die Diamond Painting Sachen immer sehr gefragt. So, dieses kleine Stück habe ich jetzt noch. Ja, wir waren jetzt auch gerade eben los, einmal zum Action. Und dann waren wir noch eben hier und da und ja, das Wetter ist Katastrophe. Heute ist endlich meine Diamond Art Club Bestellung angekommen von vor ja fast 3 Wochen. Na, nicht ganz. Etwas mehr als 2 Wochen. Und die werde ich euch auch noch präsentieren. Das ist ja immer was ganz Besonderes, Diamond Art Club auszupacken. Die Bilder sind ja etwas hochpreisiger, aber dafür mit einer ganz tollen Leinwand. Und auf die Bilder bin ich echt schon gespannt. Ich hatte da die Bestellung zusammengefasst, weil es starke Prozente gab. Dann gab es auch noch einen zusätzlichen Gutschein, den man abziehen konnte und dann noch portofrei, so dass ich dann gleich 2 größere Bilder und ein kleines bestellt habe. Und ja, jetzt nähere ich mich hier auch dem Ende zu. Also wie gesagt, für diese Leinwand kann ich euch eine absolute Kaufempfehlung geben. Wenn ihr das nochmal seht beim Action, da könnt ihr gar nichts verkehrt machen. Steine waren super, Leinwand, auch die Klebekraft. Und ich finde, das Ergebnis ist echt der Wahnsinn. Ich stelle das, so könnt ihr es nicht sehen. Ich wollte es eigentlich mal so
aber man kann es, glaube ich, auch sehen, ne? Wie es funkelt und glänzt. Und auch die Farben, auch dieser Bereich gefällt mir so gut. Es ist wirklich sehr naturgetreu, finde ich. Und hier ist jetzt gerade so ein blauer Faden. So. Also von mir eine absolute Empfehlung. Ich kann da echt nichts anderes sagen. Selbst wenn es teurer wäre, wäre es absolut ein Top-Bild. Und ja, auch toll gearbeitet mit Details. Jetzt habe ich hier einen Stein in der Hand. Jetzt muss ich nur gerade gucken, ob er irgendwo fehlt. Nee. Muss ich gleich noch mal gucken. Nicht, dass ich den jetzt mit abgerubbelt habe. Hier ist auch einer etwas locker. Oh nee, der war noch über. Ja, ich gehe da gleich noch einmal rüber und dann kann man das wirklich so aufhängen. Das ist fix und fertig, das Bild. Und oh, jetzt habe ich euch gelöst hier. Ich hoffe, ich kriege das jetzt noch mal wieder hin. Sorry für das Wackeln. Sorry, sorry, sorry. So. Also wirklich ein tolles Bild. Zeichen noch von allen Seiten. Hier auch schön mit dieser Sonne im Hintergrund, ne? Also wirklich toll. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob es euch auch gefällt oder ob es jetzt so gar nicht euers ist. Aber ich fand das halt mit dieser Leinwand auch schon total praktisch. Ich habe jetzt ja auch noch ein großes, was nach meiner Luna drankommt. Ein Josephine Volz Motiv, aber in halt etwas günstiger vom Weltbild, was schon direkt auf so einem größeren Keilrahmen drauf ist. Da bin ich auch schon sehr gespannt auf die Qualität. Und ja, also hiervon bin ich absolut überzeugt. Gerade natürlich auch toll für Anfänger, die sich erstmal rantasten wollen. Aber ja, ich kann es absolut empfehlen. Ich weiß bloß nicht, ob ich es versiegel. Ich weiß nicht, wie das hiermit ist. Aber eigentlich müsste das Mittel ja abkönnen. Ja, mal schauen. Aber auf jeden Fall finde ich es ein ganz tolles Motiv und ist wirklich super geworden. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Kommentiert wieder fleißig. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wirklich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.